Ja, guck mal. Soll ich ihn anschießen? Der ist... Du musst ihn aber auch treffen. Hallo! Oh, der schießt zurück. Jetzt schießen sie auf immer hoch, wa? Ich hüpfe ins Wasser. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Heute wollen wir mit euch ein bisschen an unserem Baumwipfelpfad weiterbauen. Subo hat irgendein Problem mit dem Licht. Epilepsie, Johanna. Muss ich ja vorher einblenden. Nee, warum? Steht da. Steht doch immer. Achso, ja, für die, die nicht spielen, ja. Ja, wir wollen mal gucken. Wir haben ein bisschen vorbereitet. Hier die Holzdecken. Weiß ich nicht, 20 oder was haben wir jetzt insgesamt? Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben ja ganz fleißig gesammelt. 20 Holz. Haben wir nicht, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, nicht so viel. Na, guck mal einer an. Also du musst hier auch noch welche mitnehmen. Ich nehme meine mit. Und dann können wir ja vielleicht mal gucken. Haben wir nachts mal geguckt? Ob die Banditen sich schon neu angesiedelt haben? Nee, wa? Leider nicht. Na, machen wir nachher nochmal. Noch was? Ich glaube nicht, wa? Ja, rechts ist ein Feuer. Hinterm Erzfelsen, links oben. Richtung Zaun, am Erzfelsen vorbei. Dann links hoch zum Zaun. Da ist ein Feuerchen. Aber sonst... Ja, jetzt kommt die Sonne raus. Ja. Zur Not gehen wir nach dem Bauen nochmal eine kleine Runde am Ende. Weiß nicht. Oh, Hühnchen brauchen Wasser. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also wir haben jetzt bestimmt so 2 Tage sind vergangen. Ungefähr, ja. Farmen und Bauen und... Ja. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Ich bin gespannt. Wenn sie uns da wieder so ein kleines Ding hinstellen, na dann... Na, dann springen wir wieder. Das war teuer kriegen, auf Dauer. Ja, die scheiß Zahnräder. Die waren schon ein bisschen zeitintensiver zusammen zu farmen. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne an dem Spiel. Das hat mich ein Leben gekostet. Das stimmt. Ich bin auch, aber ich glaube, das war ohne Aufnahmen, ne? Ich bin auch immer jetzt gestorben. Deshalb ist mein Leben ein bisschen weiter runter. Ah, hast aber ich weiß ja nicht mehr, wobei. Ach, Wildschwein. Ein Bär. Ach, Bär? Warte nicht. Mehr? Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Liegen schon wieder 2 Echt-Tage, Real-Life-Tage dazwischen irgendwie. Was hab ich? Die komischen Dinger mitgenommen, diese Böden. Na, ich hab ein paar bei, ja. Und du musst den Rest hier aus der Kiste rausnehmen. Aus der. Hallo? Na, was essen? Das schaffe ich nicht zu bauen. Soll ich dir alles mitnehmen? Na, ich hab die anderen hier alle in der Tasche. Okay, den Rest packe ich jetzt mal aus hier. Dann gucken wir mal, wa? Yeah. Ja. Ne? Der wird uns bestimmt sagen, kannst nicht mehr bauen. Warum soll das? Na, weil wir denn zu der Base kommen, sind wir bestimmt wieder zu dicht dran. Das kann sein. Bitte warten. Bitte warten. Sie sind gleich da. Das ist ein schöner Weg. Immer schön ausgedacht. Bisschen zackig, aber. Ist ja schön weit. Das stimmt. Aber ich glaube, mit Schwimmen bist du nicht so schnell. Nee, denke ich auch. Hier rüber. Oh, da wurzeln sie schon. Könnte man sich ein bisschen ärgern. Ich will. Ja, wir könnten eigentlich schon mal wieder ein bisschen Loot abstauben. Hier hast du doch heimlich weitergebaut. Wir waren noch nie so weit. Nee. Wie wollten wir das machen? Gerade weiter und dann vom Wasser rüber oder hier nach rechts? Ja, das war nicht so richtig durchdacht. Wir wollten die alle verbinden. Jetzt haben wir hier nur noch 2. Da steht ein Wolf auf unserer Foundation, die wir im Wasser gebaut haben, oder? Der ist ja frisch. Sieht das nur bei mir so aus? Nee, ist ein Bär, oder?
Da rechts läuft, links läuft. Links sehen. Da unten läuft auch einer. Aber die kommen ja nicht an uns ran. Nein. Ich hab den Wolf getroffen. Ja, der rennt jetzt ins Wasser. Ja, der rennt jetzt zu dem Typen hoch und dann beißt er ins Bein. Denkst du? Kannst einen Schritt weiter vorgehen. Aber der Typ rennt dem jetzt hinterher. Aha. Guck. Ja. Und der Wolf haut ab. Der Wolf haut vor dem ab. Na, der will ja zu dir. Der ist ja von dir angestachelt. Wir sind ja auch mal vorhin dich. So, stimmt. Aber du entscheidest, wie wir bauen. Weiß nicht. Noch kommen wir. Und wir wollen ja denn, wo sind die anderen? Dahinter, ne? Da hinten. Rechts. Also ja, im Prinzip nee, da. Dahinter ein bisschen. Tja, wir sind ja eigentlich jetzt schon relativ dicht, wa? Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir so weit rankommen. Doch, bei dem anderen waren wir auch relativ dicht. Ja, jetzt ist ja die Frage, ob wir nach rechts gehen langsam, ne? Aber hier sind ja Bäume. Zum Felsen, also so ab hier so. Vielleicht wäre gut gewesen. Na, oder direkt hier rüber. Wir können auch durch die Bäume durchbauen, ne? Ja, aber... Dann könnten wir hier beim Fels runtergehen, weil wenn wir eh nicht rankommen... Na, vielleicht kommen wir ja ran. Vielleicht sind wir auf einer Höhe, die wir... Also, eine Höhe, die die austrickst. Vielleicht sind wir jetzt über diesem Bereich, der uns sagt, wir dürfen nicht bauen. Na, das hier muss ja so und so weitergehen, weil wir wollen ja dann nach hinten zu der. Ja, ich glaube, das ist am Felsen ganz gut, wenn man eine Treppe anbaut. Ich hätte ja mal probiert, ob wir da rüberkommen. Ja, können wir von hier auch probieren. Dann bauen wir den einfach wieder ab, wenn es nicht geht. Also direkt vom Felsen gehen wir denn gerade rüber da, dachte ich so. Lass ihn nach Hause her. Hm, hast du gehört? Hm? Du hast die falsche gebaut. Komm. Na so schräg. Ich will die nicht schräg. Ja. Ich hab die genauso gebaut wie der Weg hier. Ja, ich will jetzt aber falsch rum. Nein. Na doch, die müssten ja in Laufrichtung immer zeigen. Dann wäre aber eine falsch rum. Die Abzweigungsplatte. Ja. Das wäre richtig schlimm für den Monkauge. Nee, das Monkauge hat jetzt ein Problem. Aber solange das nicht huckelt. Warte kurz. Na, eben müssen wir bestimmt noch. Das will nicht. Nicht. Hast du nicht mehr eine Tasche? Doch, geht aber nicht. Nein, bau doch. Was geht doch nicht? Okay. Noch einen, wa? Nee. Jetzt? Ich hab bloß noch zwei. Und du hängst dazwischen. Jetzt runterfährst, bist du am Arsch. Na toll. Hättest du die so machen können, dass die Fugen übereinander? Nee. Auch weiter. Es geht nicht mehr. Es sagt nein, also es macht Blong. Zu nah an feindlicher Base. Ja, shitty. Verbietet. Da ja. Stehen wir. Aber es ist trotzdem... Ja. Ist ja relativ nah dran. Wir können sie ja schießen aber von hier oben. Du kommst ja nicht runter. Nee, wir kommen nicht runter. Ja, zum Schießen, ja, das stimmt. Aber wir müssen ja noch weiter, aber wir
Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt kommen wir ja zu nicht. Der hinteren Base. Na, von dem anderen hier, von dem Schnorchel da vorne. Der müsste ja eigentlich reichen. Also, da sind wir ja nicht zu nah an feindlicher Base, oder? Weiß ich nicht. Also, ist die Blase um die Base doch schon recht groß. Ja. Also hier lässt er mich noch. Wo sind wir denn? Wo ist denn der Stein? Unter dir? Müsst du eigentlich hier anbauen und eine Treppe ranmachen, ne? Ich weiß nicht, wie steil die Treppe ist. Kommen die denn auch die Treppe hoch? Oder sind die zu dumm? Das weiß ich nicht. Also jedenfalls in eine Base gehen sie nicht rein. Ja, dann kommen sie hier auch nicht hoch. Ah, das ist wahrscheinlich zu flach. Das war doch nochmal ein Stückchen nach hinten gehen. Vielleicht. Fehlen noch ein paar Treppchen. Kann ich noch was bauen? Ich hab nicht mehr genug bei zum Bauen. Nee, ich auch nicht. Oh nee, jetzt müssen wir den ganzen weiten Weg wieder zurück. Den könnte man ja hier entfernen. Ja. Das erste vorne, das war bloß Insta. Hier zum Schießen. Die werden ja hier nicht wieder hochschießen, oder? Weiß ich nicht. Daneben. Naja, ich wollte nur ein bisschen Aufmerksamkeit, kurz gucken, ob die anderen herkommen und hochschießen, aber ich glaube nicht. Nee, die sind nur nervös. Was rennen sie denn jetzt die ins Haus? Feigelinge. Ja. Boah, kann es sein, dass sie vom Haus aus auf uns schießen? Dann hätte er jetzt schon geschossen. Ja. Also müssten wir eigentlich das noch ein Stückchen weiter hinten ansetzen, ne? Ja. Hast du noch eine Plattform, die du hier ransetzen kannst? Nee, hab nichts mehr. Alles verbraten. Eine von da hinten. Okay. Aber eigentlich kannst du doch so lassen und die Treppe einfach weiter runter machen. Ja, aber das ist da, ich wollte ja ein bisschen in Deckung sein, oder? Die schießen doch nicht hier hoch. Ist doch ja. Aber da kommen wir ja hinten am Baum raus. Wenn du das jetzt so weiterführst hier. Doch. Wir kommen hier gleich hinterm Felsen. Bei der nächsten können wir doch schon fast bald. Ne, wir müssen auch wieder hochkommen. Ja. Also eine Plattform noch und dann die Treppen nochmal umsetzen. Mal gucken, ich nehme mir mal hier eine Plattform weg vorne. Die brauchen wir jetzt eh nicht. Nee. Du kannst ja mal noch drei Treppen bauen. Kann ich. Von den schmalen. Von den schmalen? Jetzt sind die halben, ja? Die schmalen. Hm. Ich hätte jetzt die anderen gebraten, gebaut. Ihr braten Treppe. Was gibt's noch, Schatz? Treppe. Eine lecker Treppe. Endlich Treppe. Ah, nee. Lange nicht gehabt. Also wir sind garantiert deutlich schneller zu Fuß als zu schwimmen. Denke ich auch. Wenn ich das sehe, ich bin ja schon fast zu Hause. Fast. Wing. So, so, bin zu Hause. Schön. Ja, wa? Zack. So, Treppchen. Dann brauchen wir das. Hier. Ja, nehme ich das mit. Hier haben wir mal. Blop. Also, du bist sicher, dass das Holztreppenfundament halb ist, ja? Nicht? Ja. Okay. 1, 2, 3. So, dann haben wir nochmal 3. Nehmen wir nochmal Nägel mit. Ich hoffe, die reichen. Ich weiß nicht, war jetzt nur aus dem Kopf raus so. Keine Ahnung, ob die reichen. Ich muss was essen.
weiß auch nicht, ob das reicht, wenn man den jetzt eben nach hinten versetzt. Ich hoffe mal. Ja, bestimmt. Kommt immer noch hinterm Felsen raus. Echt, ja? Ja. Also noch ihn weiter. Ist ja doof. Da muss man echt so früh. Ja, aber ohne Zaun, ey. Ja, weg, ja. Nach 10 Metern. War ich schon baden. Wie da hängt die Treppe. Na, nun komm, lauf mal wieder. Noch hinterm Felsen aus. Scheiße. Ja, so perspektivisch ist es immer schwer hier. Ja. Kann auch sein, dass es täuscht, aber. Na, kommt vielleicht gerade so auf den Felsen raus. Mal sehen. Na, bau mal. Ansonsten müssen wir dem nochmal ihn zurücksetzen. Deine Kumpels warten schon da unten. Mach mal. Ja, merkt schon. Er glotzt doch hier hoch. Guck mal. Ist das richtig dran? Sieht so komisch aus. Ah. Zack. Er wird ja jetzt nicht schießen, ja. Oder? Komm mal weit hinterm Felsen raus, wa? Nee. Doch. Warte. Ja, guck mal. Soll ich ihn anschießen? Der ist... Du musst ihn aber auch treffen. Hallo! Oh, der schießt zurück. Er schießt uns auf immer hoch, wa? Ich hüpfe ins Wasser. Du warst schuld, ich wollte gucken, wie die Treppe kommt. Ja, wir haben es halt nicht geschafft. Aua, die treffen aber gut. Aber die treffen richtig. Besser als woanders. Wenn wir sie in der freien Wildbahn treffen. Die ganze Zeit haben sie nicht geschossen, wir sind nur gerannt. Die hat doch so komisch geguckt. Alter Vater. Jetzt wollen sie es aber wissen. Hinten. Aber echt, jetzt hauen sie alle draus. Ja, sonst ist es nicht leer schießen. Mistpocken die. Oh. Alter, warum schießen die hierher immer noch? Jetzt haben wir schon wieder ein Spiel kaputt gemacht. Das möchte ich mal sehen. Das nächste Spiel. Wie ich von hier die treffe, aber die treffen uns oder was? Triffst du aber. Ich treff die nicht. Ich treff vielleicht den Bär da unten. Und nun dürfen wir uns wieder hintrauen? Das hat ja ein bisschen Angst. Ich hab keine Verbände mehr. Ich hab nur noch Medipacks. Ja, guck mal, kommt weit hinterm Dings raus da. Weit hinterm Fels. Also. Vorm Fels, nicht hinterm Fels. Mit der nächsten Treppe sollten wir das aber geschafft haben, oder? Du blutest ja schon eklig. Ja, ich streiche das hier schon ein bisschen. Hm. Ich hab immer eine Hauptarterie getroffen, ey. So wie das blutet. Stoppen, ja. Ah, ich geh jetzt hier lang und ist alt rot. Ja, wir müssten mal eben nach hinten. Also müssen wir nicht, aber könnten wir. Ist doch eigentlich egal, oder? Ja, dann bauen wir unten ran. Ich krieg halt die Augen auf. Ich mache ja nicht mehr runter. Die sind ja ruhig jetzt. Guck mal, die machen gar nichts. Sind fast für die zu weit weg. Gewalt im Blick. Die gehen jetzt rin bei dem Regen. Die gehen nicht rin? Doch. Mach kein Leben mehr. Nein, ich muss doch erstmal bauen, Mann. Du hast gesagt, drei. Drei hatte ich gebaut. Drei reichen nicht mal halb. Jetzt müsste das Spiel bloß noch Kisten hier oben ablegen.
Kommt noch. Brauchen wir noch mal drei. Ja, und eine Wand und mit Fenster und so, wa? Vom Felsen können wir jetzt aber hier bestimmt hochhüpfen. Aber ich möchte nicht unbedingt gerade probieren. Ich glaube nicht, dass es geht. Aber die schießen ja jetzt auch auf uns. Das geht. Guck mal, von rechts auf den Felsen kannst du da hüpfen. Nee. Rechts, nicht links. Nee, geht nicht. Jeder kann ich noch bauen. Nee, wir müssen ein Stück zurück. Nee, wir bauen die nur. Wir fangen jetzt nicht nochmal an. Warum? Ist doch eher, ob wir nun da rüber hüpfen oder... Oder? Dann bauen wir uns hier oben noch zwei Fenster hin oder ein Fenster. Denn? Oder so eine halbe Mauer. Dann machen wir sie von hier oben weg. Ich die schießen ja auf uns. Künsten wird ja gleich treffen. Das glaube ich auch. Aber im Dunkeln dürfen wir hier nicht lang. Um Gottes Willen. Sonst sind wir Matsch. Was macht der Bär eigentlich, wenn ich den anschieße? Nichts. Meinst du? Besser. Hör jetzt auf. Ich hab kein Leben. Viel. Du hast viel. Ja. Noch mehr. Nee, reicht. Ich sag ja, wir müssen ihn. Wir müssen ihn. Oh. Warst du das? Ja. Alter, muss ich gleich eine Hose machen. In deine blutverströmte, überströmte. Naja. Ja, noch einer da hinten wäre schon cool. Ich will das aber nicht normal bauen. Dann musst du das machen. So. Ja, ich baue erstmal ab, Junge. Ich glaube, das wird trotzdem nicht so richtig. Das ärgert mich, dass die doch hier hochschießen. Wenigstens, dass wir in Richtung Felsen... Oh, stimmt, da kann man nicht so weit schleppen. Wenigstens, dass wir in Richtung Felsen kommen. Der hackt die ganze Ruhe bei mir. Ja. Wie er schön nach oben guckt. Und snappt doch an da oben. Snappt nicht. Nicht. Ich weiß es nicht. Wie ging es gerade? Oh, bau auf und reiß nieder. Ach. Ich geh mal gucken. Die haben bestimmt schon wieder schöne Sachen für uns gesammelt, die wir weglooten dürfen. Meinst du? Mhm. Dass die schon wieder so... Ja, obwohl, die sind schon ein paar Tage her, stimmt. Doppelt machen hier. Naja, siehst du da ja nicht mehr durch. Kann sein. Könntest mir helfen und nicht nur zugucken. Nee. Könntest die oben schon abnehmen und zur Seite packen. Wie willst du denn hochkommen? Nee, die äußeren. Zieh hier ja nicht mehr durch. Was, das machen wir schön alleine. Na, komische die Bilder hier. Obwohl das geil aussieht, die könnte man geil mit dem Bob runterrutschen. Mit was? Mit so einem Bob. Zeig mal Angst gehabt. Warum? Was war? Bist du knapp? Ich dachte, du nimmst. Ja, du nimmst was weg, wo ich gerade drauf laufe. Anders vorstellt? Ja, ich mir gedacht, wir müssen ja zur Abwechslung ein bisschen töten. Zwischenzeitlich. Kannst du ja machen. Ich baue ein bisschen. Nee, ich komme ja nicht mehr hoch, denn. Nee, kannst nur schwimmen. Oh, jetzt rennen sie aber ganz nervös. Hat das die gemacht? Nee, gar nicht. Nur gewunken kurz.
ihr tötet hier unten? Also hast du auf die hier unten geschossen? Auf wen? Hier ist eh noch unten. Hier unten? Hier unten ist eh. Ob du gerade mit deinem Pfeil auf jemanden von den Banditen geschossen hast, ja? Hier, von den Jägern. Ah, wen sonst? Denkst du auf dich? Na, ich dachte auf ein Tier oder so. Der sein können. Wo hackt er denn? In Ruhe. Drei. So viel Treppen haben wir gebaut, meine Fresse. Vier. Neun oder so müssten das gewesen sein. Da bald mehr als von diesen Plattformen, die wir gebaut haben. Nein. Oh, irgendwann fällst du. Kein Ende. Ja, toll. Du hast gesagt, die schießen erst, wenn wir runtergehen. Ich hab von oben geschossen, das kannst du vergessen. Von oben können wir ja nicht töten. Blöden Idioten, die. Ja, ich sag ja, wir sollen uns mal ein Fenster hinbauen. Dann schießen sie dagegen. Hui. Eigentlich schießen die nur auf dich. Aber mich hast du einen wen getötet oder getroffen oder so? Nee, ich hab nur so geschossen. Ich dachte, wenn wir nicht runtergehen. Zwei Treppen, oder? Dann haben wir es. Sieht aus, als ob da so ein Altarbuch, so ein Bibel-Altar-Teil liegt, hängt in der Luft. Bisschen groß, wa? Ja. Mann. Kann ich den jetzt mal weitermachen? Wenn es denn sein muss. Ich würde lieber ein bisschen morden. Ja, ihn zurück. Ja, das sollte reichen mal, oder? Das hast du vorhin auch gesagt, ich weiß es nicht. Der hier. Oder hier. Nee, das ist falsch. Noch einen halben nach vorne. Es wird jetzt gleich Nacht. So. Stimmt, aber was soll man machen? Ja. Nicht viel geschafft und trotzdem den Tag verbracht. Ganz toll. Wie auf Arbeit manchmal. Das stimmt. Vielleicht sehen wir ja schon irgendwo eine Base jetzt. Hier. Nee. Doch. Nee, ist die andere. Glaube ich. Die andere ist im Süden. So. Oh, schön. Mit dem Sonnenuntergang. Warte jetzt mal mit Abschießen von den Leuten. Ich schieß nicht. Bin schon wieder viel unterwegs. Im Garten, bei denen. Das ist ihr Garten? Mhm. Okay. Vorgarten. Vor- und Nachgarten. Dann gehst du mal mit dir dran, Bammel hier. Kreuz und quer. Ja, dass ich wenigstens einen Griff bereit habe. Da kannst du ja nicht so weit runterlaufen. Mit den Dingern.
erstmal wieder rüberhängen. Ist ja nicht 8 oder 9 Felder oder 7 oder irgendwie so, geht es ja nur. Oh, jetzt wird's dunkel. Und wir müssen den Weg im Dunkeln zurück. Ach doch nicht. Nö. Viel schlimmer, dass wir die hier im Dunkeln nicht sehen. Also ich greife die Base jetzt nicht mehr an. Nein, wir gehen jetzt Hause. Wir machen jetzt Schluss für heute. Ich muss noch fertig bauen. Uns mit der nächsten. Ja, aber es ist dunkel. Egal. Hier drüben noch, ne? Oh, hier sind noch mehr Treppen, Alter. Mach Licht an. Tino, wir könnten uns mal eine Taschenlampe bauen. Die kann man auch so ein Gewehr oder so rufstecken. Das machen wir. Nächste Folge. Oh, nächste Folge. Zeit, dass der Mond kommt. Kommt kein Mond. Quali bestimmt noch zwischen die... Ich glaube das auch. Runter. Nur deshalb bleibe ich stehen, sonst wäre ich schon zurückgegangen. Aber das will ich noch sehen, wie du da runterfällst. Toll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt runterkomme. Oder ob es wieder abgeht. Wahrscheinlich geht es wieder ab. Ich hab Angst. Nein. Geh doch ran hier. Wo warst du? Du warst doch gerade hier. Kannst du mal die andere Treppe schon abbauen und irgendwie dichter packen? Kann ich nicht, nee. Wie kannst du nicht? Ich hab nichts zum Abbauen. Brauchst du nicht, ich kann's K drücken. Nee, ich hab mir das irgendwo anders hingepackt. Ich weiß nicht mehr wo. Dazu aufhören, so eine Spielchen zu machen. Ich möchte. Boden. Die stehen schön in ihrem blauen Scheinwerferlicht. Da hinten ist auch Licht an. So, bist du denn soweit? Nein. Achso, jetzt komme ich wieder nicht vorbei. Oh, ich sehe einen Haken vor dir. Ist so ein bisschen nervig, dass du die nicht so weit schleppen kannst oder die wieder in der Tasche stecken kannst. Außer denn, das ist ja ein schön dichte blaue Licht. Ja, finde ich auch. Und er ist noch nicht aufgeregt. Eine Treppe noch? Eine. Oder zwei. Ich weiß nicht, wie viele hier noch klemmen. Jetzt ist es aber hell hier. So. Naja. Ich sehe bloß nicht, wo sie sind. Vor dir. Ja, ich sehe nur einen blauen Lichtschein, aber mehr nicht. Auf feindlichen Boden betreten. Jetzt komme ich ja schnell wieder zurück. Jetzt geht er genau bis runter. Da bauen wir uns noch eine Tür hin und dann ist gut. Gut. Und oben bauen wir uns ein Geländer rum, so eine Holzhalbwende. Dann können wir uns dahinter verstecken, wenn wir schießen. Und hoffentlich klappt das doch alle so, wie wir uns das vorstellen. Achso, was denn hier mit Map und so? So. Gucken. Also da oben am Erzfelsen, das Feuerchen ist immer noch, immer morgen früh weg ist. Dahinter ist auch noch ein Feuer weiter im Osten. Und ansonsten. Im Süden auch. Alle drei untereinander. Da aber das grüne Licht sind, glaube ich. Banditen. Banditen. Also wenn. Dann ist das oben am Erzfelsen, glaube ich, auch ein grünes Licht. Oder? Vielleicht kommt ja auch ja keine neue Base. Ja? Oben am Fluss ist auch einer an der Kiste hier, an der, wo die Dietrich-Kiste mal liegt. Das ist auch ein Lagerfeuer, aber ich sehe nicht, ob da was da für ein Licht leuchtet, grün oder blau. Ich glaube, man kann nicht daran erkennen, dass die ein blaues Licht haben. Das wirkt jetzt erstmal auf den ersten Blick so, das stimmt. Aber wir werden es erleben. Kann nicht erkennen. Würde. Sehen wir ja morgen früh, wir können ja in der nächsten Folge. Aber hier ist blauet. Rechts neben unserer Base. Ja? Ja, da war eben blaues Licht an. Wo du gesagt hast, das ist nur ein Lagerfeuer und die sind morgen weg. Da ist wieder blau an. Jetzt ist wieder aus. Das gucken wir uns in Ruhe an, aber erstmal machen wir Schluss für heute. Genau am Erzfelsen, die Deppen. Das wäre scheiße.
Aber da unten sprengen wir sie wieder. Ja, gut, dann machen wir Schluss für heute. Ja, spannende Folge. Ja, ganz toll. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.